Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Geschäftsleute des Vollen Evangeliums Internationale Vereinigung. Als weltweite Gemeinschaft von Berufstätigen und Geschäftsleuten berichten wir von Erfahrungen in schwierigsten Lebensumständen und Krisen, in denen wir Gebetserhörungen oder außergewöhnliche Heilungen erfuhren. Diese unverfälschten Lebensgeschichten von Menschen wie du und ich laden uns zur Nachahmung ein. Wir alle brauchen ein Leben mit Qualität. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von Leben mit Qualität. Auch heute haben wir wieder einen interessanten Sprecher für Sie eingeladen. Wir haben heute Herrn Klaus Dobelmann bei uns zu Gast. Der Klaus Dobelmann ist 56 Jahre alt. Er ist verheiratet, hat einen Sohn und wohnt in Steyrig. Und er ist auch in einem internationalen Industriebetrieb in Linz tätig. Lieber Klaus, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Grüß dich, Wolfgang. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Klaus, gleich zur ersten Frage. Du bist ja aus einem typischen Arbeitermilieu, sozusagen stammst du. Und kannst du uns erzählen, wie das so war, wie du da aufgewachsen bist als Kind? Ja, die Arbeiterfamilie stimmt. Es war wunderbar. Mein Vater war in der Voestalpine tätig, als Kranführer, Betriebsratsstellvertreter. Meine Mutter ist nebenbei immer in die Arbeit gegangen, sei es am Sportplatz, die Sportkantine geführt oder im Boot, das Buffet geführt. Also uns hat im Prinzip an nichts gemangelt. Unser Vater hat nicht viel verdient. Aber was wir Kinder benötigt haben oder braucht haben, sei es für Skikurse oder später für Urlaube, also uns ist absolut nichts angegangen. Also es war wirklich eine schöne Zeit und ich bin dankbar für diese Zeit damals. Du hast ja einen größeren Bruder, der immer ein bisschen so dein Vorbild auch war, aber du hast auch mit ihm manchmal Spannungen erlebt. Wieso? Ja, ich war am ein Jahr älteren Bruder, mit Markus. Also wie gesagt, wir sind aufgewachsen wie Zwillinge. Wir haben verschiedene Hobbys gehabt. Meine Hobbys waren Fußball. Für mich hat es nichts anderes gegeben wie Fußball. Und mein Bruder Markus war Musikant. Und er war nicht nur Musikant, er war ein guter Musikant. Und wenn du für Musik nichts übrig hast und hast einen, der was wirklich die Gabe für alles gehabt hat bei der Musik, der was Oktaven von der Früh bis am Morgen gespielt hat, das war für mich wirklich eine Tortur. Und ich habe da öfters, er hat sich auch die Plättchen, ich habe Saxophon und Klarinetten gespielt, und hat sich die Platteln, was man da dazu braucht, selbst geschnitzt. Und ich habe mir halt damals gedacht, wenn er diese Mundstücke nicht hat, kann er keinen Wirbel machen in der Wohnung. Und wie er mal auf die Toilette gegangen ist und wieder reinkommen ist, war alles vernichtet von mir. Also ich war sein kleiner Bruder, er hat mich beschützt. Er hat mir überall geholfen, was nötig war, aber da ist er zur Furie geworden. Das heißt, du hast ja dann noch einmal nicht den Schutz erlebt, sondern eher den Zorn deines Bruders, ja. Kann man so sagen. Oh. Du hast ja dann noch ja auch im Fußball vor allen Dingen so sehr stark brilliert, kann man sagen, und das war auch etwas, was deinem Vater sehr gut gefallen hat, stimmt das? Ja, durch das Fußballspielen und was auch das Hobby von meinem Vater war, haben wir eine enge Beziehung gehabt. Wir waren immer miteinander am Sportplatz. Wir haben sich jedes Fußballspiel zu Hause im Fernsehen miteinander angeschaut. Mein Bruder hat sich da benachteiligt gefühlt, was wahrscheinlich gar nicht so ist, aber er hat es halt so gesehen. Für mich war Spaß das Wichtigste und für Markus Erfolg, wirklich alles am besten zu machen. Und er hat das auch überall zusammengebracht. Also Anerkennung, weiß ich von Markus sicher. Ja. Total. Ich meine, er hat sich die Anerkennung auch verdient, weil er es wirklich, alles, was er angegriffen hat, ist perfekt worden. Und ich, für mich hat das eigentlich überhaupt keinen Wert gehabt gegenüber von Markus. Du bist dann nachher später auch sogar zu einem Fußballclub in Linz fast gekommen. Ja. Wie war das? Ja, mein Talent, wie gesagt, ist entdeckt worden. Wir wollten damals der SK Föst für die Mannschaft haben. Aber durch das, dass mein Vater kein Auto gehabt hat, sondern nur ein Moped und die Verbindung von St. Georgen, weil ich bin in St. Georgen aufgewachsen, die Verbindung war nur mit dem Zug und das war nicht optimal. Sie haben da gesagt, sie holen mich und bringen mich wieder zurück. Aber
das wäre sicher nicht lang gut gegangen. Und so, meine Freunde waren alle in St. Georgen und da war für mich eigentlich das Wichtige, dass ich dort so in St. Georgen Fußball spiele. Und mein späterer Lebenswandel, was wir dann noch dazukommen, hätte auch einiges dazu beigetragen. Und du warst ja auch voll integriert in dem Club dort, in das Vereinsleben. Und dort hat es natürlich auch dementsprechend Feiern gegeben. Und da hast du das erste Mal so diesen Kontakt mit Alkohol gehabt, hast du mir erzählt. Was ist daraus entstanden? Ja, daraus entstanden ist, wie du sagst, das erste Mal Kontakt mit Alkohol. Weil wo Siege sind, muss auch gefeiert werden. Mhm. Und ich war nicht abgeneigt zu feiern. Und als Junge, ich war 15, 16 Jahre, wo ich in der Kampfmannschaft gespielt habe. Ja, und da ist der Tobi Liter Bier in die Runde gegangen und ich habe da, genauso gut wie ich gespielt habe, genauso gut habe ich getrunken. Aber der Alkohol wurde dann im Endeffekt ja auch dein Freund in einer gewissen Weise, denn du hast ja dadurch auch ja natürlich was lustiger und so und hast also dementsprechend auch Anerkennung bei den Menschen bekommen, wenn du so schlagfertig und lustig warst durch den Alkohol, oder? Ja, ich habe geglaubt, dass ich schlagfertiger bin durch Alkohol, aber das war, ich hätte das nie gebraucht, aber ich bin da hineingeschlittert, Jugendbälle, Wetttrinkereien, ich meine, das, was man auch jetzt noch übersieht. Alle, die Hemmschwelle bei Mädchen oder bei gewissen Spaßaktionen, war der Alkohol sicher. Es war alles lockerer. Mhm. Aber es ist immer ärger geworden, wenn man am nächsten Tag in der Früh aufwacht und man weiß nicht mehr, was man getan hat. Dann weiß man, dass das eigentlich nicht der Sinn und der Zweck ist. Mhm. Aber ich habe da nie ein Problem gesehen, dass das einmal zum Problem werden könnte. Mhm. Und dann hast du auch deine Frau kennengelernt in dieser Zeit und hast du schon so Berufsüberlegungen gehabt, was du einmal werden willst oder wie das mit der Familie sein wird? Nein, Überlegung, ich habe mir für mein Leben nie Pläne gesetzt, weil für mich, wie ich schon mal gesagt habe, war nur Spaß. Mhm. In irgendwelcher Weise, auch immer. Mhm. Spaß, Spaß, Spaß. Ich habe aber, wie du gesagt hast, meine Frau kennengelernt und ich war das überhaupt nicht gewöhnt, dass ich mich auf den ersten Blick verliebe. Aber bei Regina, die habe ich gesehen und da habe ich im Herzen gespürt, also ich habe das gewusst, das ist meine Frau und ich habe es an jeden schon erzählt, obwohl sie mir erst einmal gesehen haben. Und du bist heute 37 Jahre ja schon verheiratet und immer noch mit derselben Frau. Das ist halt auch schon fast eine Ausnahme heutzutage. Ja. Sag mal, wie ist es dann weitergegangen? Du bist dann noch nach der Schule in die Industrie gegangen, ist das richtig? Mhm. Ja, ich habe in der Föst gelernt, habe dann nach dem Bundesjahr wieder in die Föst eingetreten, war insgesamt 10 Jahre in der Föst als Dreher, weil ich habe Dreher gelernt, weil es mein Bruder gelernt hat. Obwohl ich nicht gewusst habe, was das ist. Mir hat es auch überhaupt nicht interessiert, aber ich habe mir gedacht, wenn es der Markus macht, kann es nur was Gutes sein, weil Markus hat immer was Gutes gemacht. Wie gesagt, ich war da 10 Jahre in der Föst und habe dann die Möglichkeit bekommen, durch meinen Schwiegervater, dass ich die Firma Plaster und Teurer als Fräser anfangen habe können. Mhm. Mit ihrer Firma fange ich jetzt das 33. Jahr an. Und bin froh, weil es wirklich eine gute Firma ist und das ist ja keine Selbstverständlichkeit mehr, dass ich in diesem Betrieb noch tätig sein kann. Du hast dann auch geheiratet und dann habt ihr den Sohn bekommen. Hat deine Frau von deiner Sucht, das war ja damals ja schon etwas mehr, dann, oder wie war das? Also hat sie da was gemerkt oder wie ist das gegangen? Nein, von meiner Alkoholsucht hat sie überhaupt nichts gemerkt, weil das hat sie immer sukzessive gesteigert. Also wir sind überall vorgegangen, auf jeden Ball, jede Unterhaltung, Sport, Fußballausflüge und da ist überall getrunken worden. Und da ist es nicht so aufgefallen, weil wenn ich mit Leuten beieinander war, die was selbst immer unter Alkoholeinfluss gestanden ist, habe ich mich unter den Schutzmantel von denen gestellt und da ist es nicht so aufgefallen. Warst du so mehr Quartalstrinker oder so? Ne? Ja, ich habe das ist wieder Zeiten, sind da gewesen, wo ich gar nichts getrunken habe. Ich habe da 2-3 Monate keinen Schluck Alkohol getrunken, habe natürlich dann geschimpft,
Oder super, schau zu meiner Frau, schau dir das an, wie viel die trinken, und habe mich da wieder selbst zum Positiven herstellen wollen. Aber ich habe das dann nach dieser Zeit, ich habe mir da eine Fastenzeit auferlegt, aber ich habe das nachher wieder alles eingeholt, was ich da versäumt habe. Also im Endeffekt habe ich am Schluss wieder so getrunken, wie wenn ich durchgetrunken hätte. Also ich habe mir da nichts geschenkt. Das ist sukzessive immer mehr geworden. Und hast du mal den Gedanken gehabt, dass du das schadet, dass du da vom Alkohol loskommen willst, oder war das nicht? Ich habe immer den Gedanken gehabt, jetzt ist genug, weil mein Körper hat mir es ja schon gezeigt, dass Alkohol wirklich der zum Ruin führt. Ich habe Kreislaufprobleme gehabt, Blutdruck, Puls, ich habe einen Blutdruck gehabt von 220 zu 180, einen Ruhepuls von 180. Also meine Maschine da drinnen, die ist gelaufen. Wie alt warst du damals? Ja, damals war das um die 30. Aber mein Körper hat mir es gezeigt, mein Sohn, so tust du nicht mehr. Meine Frau hat mich auch immer gewarnt. Weil sie hat ja gewusst, wenn ich am Vortag wieder was getrunken habe, ich bin am nächsten Tag zum Sterben gewesen. Ich habe da, obwohl ich kein gläubiger Mensch war, ich habe alles angebeten, besonders das Vaterunser. Ich habe da keine Beziehung dazu gehabt, aber in meiner Todesangst, weil ich habe Todesangst gehabt, und können Sie sich ja vorstellen bei dem Blutdruck und bei dem Puls. Und ich habe dann Gott immer gesagt, bitte lass mir das noch einmal überleben. Und versprich das. Ich trinke nie mehr einen Alkohol. Also weil mir ist wirklich elendig gegangen. Aber meine Frau hat das auch immer gesagt, Klaus, trink nicht so viel, weil es geht dir wieder schlecht. Und wie es meistens ist, die Frauen haben recht und mir war wirklich schlecht. Hast du auch körperliche Probleme dann bekommen? Ich habe insgesamt fünf Bandscheibenvorfälle gehabt. War irrsinnig lang über den Krankenstand. Also mein Körper hat mir es gezeigt. Ich meine, wenn du so weiter tust, ist am Ende. Ich habe mir selber die Socken nicht einmal mehr anziehen können durch die Bandscheibenvorfälle. Und wie das meine Mutter wieder einmal gesehen hat, hat sie zu mir gesagt, auf die Frage wegen dem Glauben, wie es da ist, also ich kenne da wen, der betet für dich. So habe ich meine Mutter angeschaut, so habe ich gesagt, bitte Mutter, lass mich gehen mit dem Blödsinn. Also, erstens habe ich kein Problem nicht und hör mal mit denen auf, ich kenne wen, der betet für dich. Und hat sich das dann noch entwickelt, dass du dann doch zum Gebet gegangen bist? Ja, durch das wäre es, sie hat nicht aufgegeben. Und da kann ich gleich zuerst einmal sagen, ich bin da meiner Mutter irrsinnig dankbar. Weil durch ihre Gebete ist es erst möglich geworden, dass ich da noch da sitze und mit dir da ein Gespräch führe. Und sie hat nicht aufgegeben. Das war die Fürbitte zum Herrn, wegen mir. Sie hat wieder gesagt, nachdem ich wieder wirklich, ich habe nicht mehr gehen können, war wieder im Krankenstand, Alkoholeinfluss. Sie hat wieder gesagt, Klaus, ich kenne da wen, der betet für dich. Da bin ich eben zu meinem Bruder wieder gegangen und sage, Markus, wir müssen was unternehmen mit unserer Mutter, die ist bei einer Sekte. Die will die ganze Zeit für mich beten, da müssen wir was unternehmen, die verliert ja ganz Geld. Ich meine, hat dann gesagt der Markus, okay. Er hat sich gewundert, dass ich da mit ihm rede. Er sagt, dann machen wir, reden wir mit ihr. Wir haben das gemacht. Wir haben diese Sekte ausgetrieben. Habt ihr geglaubt, ja? Haben wir geglaubt. Markus mit seiner Rhetorik, er hat wirklich gute Ausdrucksweise, ist ein tieferes Programm mit meiner Mutter gefahren, sind auch Tränen geflossen. Aber wir waren stolz auf uns, dass wir, wie du sagst, wir haben geglaubt, wir die Sekte ausgetrieben haben. Aber sie hat nicht aufgegeben. Und jetzt haben wir gedacht, okay, blöder, tiefer kann ich nicht mehr fallen. Ich war wirklich schon dann tief im Alkohol drinnen. Ich habe das wahrgenommen und habe es angerufen und sage, Mutter, sarkastisch gemeint, gerufen und ich bitte den Herrn da an, der soll beten für mich. Gell? Ich würde natürlich irrsinnig gefreut, dass ich mich da entschieden habe, aber ich habe da nicht irgendeinen Glauben daran gehabt. Ich habe eigentlich nur ihr beweisen wollen, dass sie das ein wenig ablegen soll bei mir, dass das Gebet nicht wirken kann. Gell? Ja, und wie ich da so gewartet habe in der Wohnung, ich kann es ja sagen, dass dieser Peter du warst. Ja. Wie da die Tür aufgegangen ist, habe ich mich noch gewundert, da kommt ja einer ein,
rein. Das schaut ja ganz normal aus. Gell? Ich habe da wirklich nicht mit dir gerechnet. Danke, danke. Ja, das war gut. Du hast mir erzählt, aus deinem Leben. Und ich war wirklich Schmerzen gehabt, ganzen Bandscheibenbereich. Der Alkoholeinfluss gezittert. Und ich habe dann schon gewartet auf dieses Gebet von dir. Aber du hast mir immer nur von dir erzählt. Aber wie es dann fertig war, hast du mich gefragt, ob ich Jesus Christus kenne. Mhm. Und ich natürlich, hallo Wolfgang, wenn ich nicht Jesus kenne. Ich bin römisch-katholisch aufgewachsen, war Ministrant, habe alle Sakramente da durchgemacht. Das Falle kenne ich Jesus. Und sagt er, ja, okay, du kennst Jesus. Dann steht eine Frage, hast du nur zu mir gesagt, kennst du mich? Mhm. Dann habe ich schon gedacht, okay, jetzt weiß ich, auf was er aus ist. Ich habe mir jetzt viel von seinem Leben erzählt. Das ist genauso wie von Jesus. Ich habe von Jesus nur was gehört, was ich jetzt von dir gehört habe. Aber kennen tue ich dich nicht. Ja, da hast du mir nur erklärt, dass es da ein Gebet gibt. Ja, wir haben das Gebet gesprochen. Ich habe da danach gesprochen. Und wie wir dann fertig waren, hast du mir gesagt, so, jetzt ist Jesus dein Herr und dein Erlöser. Du hast ihn eingeladen. Du glaubst an ihm. Jetzt kann ich beten für dich. Du hast mir die Hände aufgelegt und hast da den Namen Jesus Christi in meinen Körper komplette Heilung und Befreiung hineingesprochen. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Das Gebet, du hast Amen gesagt, Amen so sei es. Und ich bin auf die Sekunden komplett gerade und schmerzfrei gestanden. Da gestanden, mir gar nicht gewusst, was jetzt los ist. Wir haben gejubelt, ich habe gejubelt, du hast gejubelt, wir sind einmal angesprochen. Du warst schmerzfrei? Ich war komplett schmerzfrei. Meine Mutter geweint vor lauter Freude. Und ich denke mir, Halleluja, wenn man da zu mir dann, weil ich habe von dir über das Halleluja gehört, das habe ich nie gehört, was das Halleluja ist, ich habe das Halleluja mitgeschrieben. Aber ich war so dankbar, dass ich da geheilt worden bin. Aber du wolltest dich eigentlich nicht ändern, oder? Nein. Das war das. Mhm. Ich habe da komplette Heilungen auf den Schlag erfahren und mein Gedanke war, diesen Burschen da, den muss ich mir warm halten. Wenn ich wieder mal ein Problem habe, Hände, Wolfgang, Jesus, Handauflegung, Heilung. Aber das war dann durch noch nicht der absolute Tiefpunkt, sondern es ist noch weitergegangen, weil du eben diese Entscheidung ja eigentlich nur sehr oberflächlich getroffen hast. Wie ist es weitergegangen? Die war komplett oberflächlich. Wie gesagt, das ist dann nach 2 Monaten wieder komplett genau das Gleiche gewesen. Ich habe dich wieder angerufen, du hast gesagt, das wundert mich jetzt, weil du hast Jesus in dein Leben eingeladen, du hast Heilung empfangen und wo Heilung ist, bleibt Heilung nochmal drinnen. Ich habe dann zu dir gesagt, ja, du kennst mich nicht, ich bin ein eigener Fall, bei mir, siehst du, hat es nicht gewirkt. Du hast gesagt, ist egal, erfrischt mir das nochmal, kommt, treffen wir sie wieder, beten wir wieder. Wir haben das Gebet wieder aufgefrischt. Diesmal war ich noch ärger beieinander. Und wie beim ersten Mal, es ist noch fast schneller. Ich bin komplett auf die Sekunde wieder schmerzfrei, komplett geheilt, neben dir gestanden. Damit waren die Schmerzen weg. Komplett weg. Und die Alkoholsucht ist aber geblieben, oder? Es ist auch die Alkoholsucht nicht geblieben, aber auch das war noch nicht der letzte Schritt. Weil meine Einstellung war immer nur, Halleluja, das ist wie ein Lotto 6er. Diesen Wolfgang brauche, den muss ich mir holen, weil der stellt mich wieder her. Ich kann mein Leben so weiterführen, wie ich es immer gemacht habe. Anscheinend hast du wirklich nichts kapiert damals. Ne? Null. Ich habe keinen Glauben. Ja. Ich habe die Wunder, die Zeichen und Wunder gesehen, was durch Gebet möglich ist. Aber es hat mir nichts gegeben. Ich habe es zwar gespürt, aber ich habe das nicht wirklich auf Jesus bezogen. Aber dann kam der große Tag, wo deine Mutter einen runden Geburtstag gefeiert hat. Und da war dann sozusagen der Höhepunkt in deinem Leiden, oder? Es ist jetzt genau 10 Jahre aus. Da waren wir im Burgenland und ich als Biertrinker war reiner Biertrinker in einer Weingegend. Das war ein Todesurteil für mich fast. Dann bin ich wirklich nächsten Tag zu meinem Bruder gegangen und sage, Markus,
ich kann heute sicher nicht heimfahren, weil ich bin gefahren, weil mir der Kreislauf, ich habe gestern viel getrunken, sagt mein Bruder noch, Gas, das passt schon, fahre ich heim. Ich sage, klar, wenn es dir nicht gut geht. Und wir sind zum Frühstück gegangen, sitzt meine Mutter, mein Bruder, meine Schwägerin. Und ich habe keinen Hunger gehabt, sagt mein Bruder zu mir, Klaus, darf ich beten für dich? Schau ich meinen Bruder so an. Sag ich, was ist denn da jetzt passiert? Zuerst dreimal meiner Mutter diese Sekte aus, die was den selben Vorschlag gemacht hat. Und jetzt betet mein Bruder für mich. Ja, ich habe gesagt, okay, bet für mich. Sie haben alle gebetet, aber das Gebet hat keine Frucht mehr getragen. Das heißt, dein Bruder ist inzwischen gläubig geworden? Der ist gläubig geworden und hat aber nichts zu mir gesagt. Wir sind nach Hause gefahren und bin vorne im Kammer gelegen. Ich bin wirklich im Kammer gelegen. Ich wusste, ich komme da jetzt nicht mehr nach Hause. Und meine Mutter, meine Schwägerin haben meine Frau hinten im Auto immer wieder traktiert. Regina, du, am Dienstag haben wir einen Chapter in Schwertberg. Was ist ein Chapter? Ja, Chapter ist eine christliche Vereinigung, wo einer, im Prinzip so, was ich jetzt mit dir dort, ist ein Sprecher da, der erzählt aus seinem Leben. Mhm. Ich habe dann gesagt, weißt du was, Regina, fahren wir hin, rufen wir sie den Plätzchen an, dann geben sie Ruhe. Mhm. Ja, dieser Tag ist gekommen und wir sind auf das Chapter gegangen. Ich habe gesagt, Willa Färben war der Sprecher. Er hat dann dasselbe Gebet wie du angeboten. Ich denke mir, das gibt es ja nicht, schon wieder dasselbe Gebet. Mhm. Und ich habe dann das Gebet wieder mitgebetet, aber da habe ich dann schon mit Glaube. Ich habe dann gefragt, wann wer Gebet braucht für Heilung. Und ich war ja wieder komplett im Alkoholsumpf drinnen. Ich sollte nach vorne kommen. Meine Frau war so schnell beim Anstellen, ich meine, Gott sei Dank, weil diese Leute sind alle da zum Gebet gekommen. Ich habe mir nur gedacht, was wird denn meine Frau für ihre Probleme haben, gell? Gehst du halt mit. Ich meine, sie ist nur aufgestanden wegen mir, gell? Aber das habe ich da nicht gewusst. Ich bin da mitgegangen. Wir waren da hübsch, wirklich das erste Pärchen. Und der Erwin hat dann zu mir gesagt, was kann ich tun für dich? Ja, hab ich, so, ich stehe schon da. Ich habe irrsinnige Probleme mit Alkohol. Also die Ehe ist am Scheitern, Arbeitsplatz ist gefährdet. Im Prinzip, Alkohol zerstört alles. Sagt der Hammer, gell? Ja, hat mir die Hände wieder aufgelegt, so wie du, das habe ich ja schon gekannt. Mhm. Er hat gesagt, Jesus Christus, dieser Mann hat deine Probleme, seine Probleme vor deinen Thron hingelegt. Er hat schon ein paar Mal da, jetzt glaubt er dran. Und ich spreche in deinem Namen, Jesus Christus, komplette Heilung in diesen Körper hinein. Und er wird keinen Alkohol mehr trinken. Danke dafür. Amen. Mein Ziel, also mein Plan war ja damals noch, hoch mir sich das an, wenn dann meine Familie weg ist, gehe in die Köllerbar, mache mir noch ein Bierchen auf, mein Bad wie viel Bier hast du damals getrunken? Am Schluss waren es so 10, 15 und 20 Bier am Tag schon. Also ich habe das Bier im ganzen Haus schon versteckt gehabt. Nur, dass ich wirklich eine Möglichkeit gehabt habe, dass ich zum Bier komme. Mhm. Also du hättest wieder dann ganz gerne ein Bier gehabt nachher? Ja, oder war dein Plan? Ja? Mein Plan war nach Hause, in die Kellerbar, ein Genussbier und dann ins Bett gehen. Ja, wir sind da nach diesem Abend ausgestiegen von Auto, durch die Garage, über die Stiege, Zähne putzen, waschen und im Bett. Und wie ich so im Bett gelegen bin, habe ich zu mir gedacht, da habe ich mein Bier noch nicht getrunken. Gell? Mhm. Und das war im Prinzip aber der letzte Gedanke. Auf irgendeinen Schluck Alkohol, der Bier komplett. Ich habe seit diesem Gebet, wo ich an mit ganzem Herzen dran geglaubt habe, dass das funktioniert, bis jetzt, also es sind 10 Jahre, wie wir zuerst gesagt haben, keinen Schluck Alkohol mehr getrunken. Wow. Weder Entzugserscheinungen, Schweißausbrüche und ich habe die letzte Zeit, 3-4 Monate, keine Minute mehr schlafen können. Also durch dieses Gebet, mit vollstem Glauben, bin ich komplett befreit worden von diesem Alkohol. So schön zu hören, ja. Das ist ja dann nachher weitergegangen. Du hast ja dann in deiner Arbeit natürlich auch plötzlich warst du anders, oder? Ich habe gebetet darum und gebeten, dass ich eine schönere Arbeit kriege. Und du hast mir gesagt, okay, Klaus, bet mir darum. Alles, was man von Herzen glaubt, und Jesus fragt, kriegt man. Wir haben am Abend gebetet und ich bin in der Früh, wie ich von Auto aussteige,
ist der Meister gekommen zu mir, Klaus, du brauchst dich nicht umziehen, du kriegst eine andere Arbeit. Ich habe da eine schöne Arbeit gekriegt und habe da, wie jetzt, durch das, weil ich ja einen Bezug zu Jesus bekommen habe, weil ich aufgebaut habe, in diese Halle sein Licht hineingebracht. Weil jeder hat mich gefragt, wenn ich reingekommen bin, was für eine Drogen das ich nehme. Weil sie haben gesehen, ich bin immer gut aufgelegt. Und ich habe aber zu jedem gesagt, der was mich gefragt hat, diese Droge kann ich dir verzeihen, und das ist Jesus Christus. Nicht und das haben sie angenommen? Ja, du kannst dir diese Blicke vorstellen, aha, Jesus. Mhm. Aber ich muss sagen, um das zu verkürzen, auf diesem Arbeitsplatz hat sich bis zum heutigen Zeitpunkt jeder Arbeitskollege wie Jesus Christus entschieden. Ein besonderes Erlebnis war dann nachher das mit deinem Chef, was du erzählt. Ja. Wie war das damals? Das war also, ist ja richtig lustig eigentlich, ne? Ein bisschen, ja. Er war ein Chef, von dem, was man eigentlich nichts erfahren hat. Mhm. Keine Beziehung, aber ich habe das dann gesehen, dass wir alle immer gut aufgelegt waren, die unsere Arbeit wirklich zum Besten gemacht haben. Weil wenn man Jesus hat, kann es nur zum Besten sein. Und ich habe das natürlich auch bemerkt. Und der hat mich dann einmal gefragt, Klaus, was hast du mit denen alle da? Mhm. Und der hat auch natürlich gehabt, da sind Drogen im Spiel, weil wir alle gut aufgelegt waren. Da sage ich, ja, jetzt kommt die Frage, was ich für Droge nehme, und dir sage ich es auch, die Droge ist Jesus Christus. Mhm. Über den Sandboden, weil er war wirklich deprimiert, psychisch er hat Probleme auch gehabt, wie wir alle Menschen haben. Sag ich, aber wenn du willst, ich kann dir diese Droge Jesu Christi auch anbieten. Er hat dann gesagt, nein, das, jetzt haben wir keine Zeit, jetzt müssen wir arbeiten. Mhm. Aber er ist am Ende des Arbeitstages wirklich zu mir gekommen. Wir sind unter der Brause gestanden, sagt der Klaus, ich habe mich entschieden, ich habe das gesehen, euch geht so gut, ich möchte diesen Jesus auch haben. Wir haben da so, wie uns Gott geschaffen hat, habe er mir die Hände aufgelegt, habe ihm das Übergabegebet, wie man es nennt, vorgesprochen, jetzt nachgesprochen. Und das war wirklich, ich habe gesagt, das ist wurscht, wenn wir sind, von Gott sind wir alle gleich. Und hat da diesen Zustand wirklich von ganzem Herzen an Jesus Christus eingeladen. Du hast ja dann ein besonderes Erlebnis auch noch gehabt zur späteren Zeit, also aus diesen vielen Erlebnissen, die du durch Heilungen gehabt hast. Du hast dann selbst auch für Menschen zu beten begonnen. Und eines dieser Erlebnisse ist besonders interessant. Das war also mit diesem einen Sohn von einem Arbeitskollegen. Mhm. Kannst du uns vielleicht das kurz erzählen, wie das war? Ich bin Bibelleser geworden. Mhm. Ich habe die Reimer Bibelschule besucht mit meiner Frau. Und da ist natürlich auch in der Bibel um Heilung gegangen. Und habe da gelesen, wie Jesus gesagt hat, geht hinaus, predigt das Evangelium. Legt Kranken die Hände auf. Ich leg nur die Hände auf und Jesus heilt. Und da haben wir immer wieder Zeichen und Wunder gesehen. Und auf das Thema, was du da angesprochen hast, bei meinen Arbeitskollegen, wie gesagt, jeder in meiner Halle hat Jesus eingeladen. Und auch sein Sohn hat Probleme gehabt. Sein Vater hat uns gebeten, könnt ihr es beten für ihn, dass er wieder von seiner Depression runterkommt. Wir haben schon da entschieden, okay, beten wir für ihn. Und er hat Jesus in sein Leben eingeladen. Mhm. Nächsten Tag haben wir die Bestätigung gekriegt, Klaus, das Gebet hat Frucht getragen, ist sogar um 6 Uhr schon aufgestanden, ist joggen gegangen. Aber 5 Tage später ist ganz was Schlimmes passiert. Ja, ist in die Depression reingefallen, er ist von Berg runtergesprungen auf den Straßen. Also wir sehen hier jetzt ein Bild, was das für ein Berg war, ist eine riesige Felswand. Die ist, also wie weit geht es da runter? 20 Meter? 15, 20 Meter, ja, aber im freien Fall. Ja. Und er hat sich da runtergestürzt und sein Vater hat das telefonisch erfahren. Wir sind dort zu dieser Stelle gekommen und da ist sein Sohn noch irgendwie dort gelegen. Mhm. Notärzte, Rettungen, Polizei, denken wir, wow. Ich habe sowas noch nie gesehen, aber ich meine, ich bin da hingekommen und wie ich da hingehe, ich habe den Sohn von meinen Arbeitskollegen gut gekannt, von klein auf durchs Fußballspielen auch. Und sie sieht da im Prinzip einen Trümmerhaufen liegen. Hm. Also es war kein Gliedmasse mehr auf der richtigen Stelle, der Kopf aufgesprungen, also mit dem freien Fall auf Asphalt
auf 15 bis 20 Meter runtergehen. Ist gewaltig. Und ich sage da zu mir, und da gibt es keine Hilfe mehr. Und auf einmal habe ich am Hinterkopf einen Schlag gekriegt. Da ist mir Jesus. Ich habe gesagt, was für dich unmöglich ist, für mich ist es möglich. Ich bin dann hingegangen zu den Sanitäter und zu den Notärzten, weil ich habe es vorher sprechen können, und habe gesagt, das kann er nicht überleben. Wenn er stirbt, wäre es gescheiter, weil er lange Zeit keinen Sauerstoff im Hirn gehabt. Also er wird niemand mehr kennen, weil das Kreuz war auch zweimal gebrochen. Oder wenn er das überlebt, ob Hals, wäre es nicht gelähmt. Ich habe gesagt, das ist da nicht der Fall, da ist Jesus ins Spiel, wie gesagt. Ihr macht eure Arbeit, das andere macht Jesus. Kannst du dir die Blicke wieder vorstellen, gell? Jesus wird das richten. Sein Vater hat uns nächsten Tag angerufen, die Ärzte sagen, sie wissen nicht, was da los ist. Sie haben gesagt, jedes Gebrechen, was da operieren, und es war alles gebrochen. Es gibt keinen Knochen, was nicht gebrochen war. Die Rippen sind explodiert durch diesen Aufprall. Aber kein einziger, nicht einmal ein Knochensplitter hat die Lunge verletzt oder irgendeinen anderen Teil an die Innereien. Und sie wissen nicht, was da geschieht. Wollen sie was machen, ist wieder hergestellt. Ja, ist wieder komplett hergestellt. Und das Beste war ja, nach 2 Wochen wollte ich mich erkundigen, wie es ihm geht. Und sagt sein Vater zu mir, sprich selber mit ihm. Ich habe ihn angerufen, denk mal, der wird niemand mehr kennen. Und der will jetzt schon reden mit mir. Okay, ich habe mir das Handy gegeben und ich sage zu ihm, hallo Christi. Sag ich, wie geht's dir denn? Und er sagt zu mir, Klaus, denk mal, ja, seine Stimme ist den Umständen entsprechend wirklich sehr gut. Doch für den Unfall, für ihn war es ein Unfall, für den Unfall, wirklich sehr gut. Dann sage ich, weißt du das eigentlich, wer dir das Leben gerettet hat? Weißt du, was er gesagt hat? Ja, du! Sag ich mir, das freut mich, dass du sagst, ich habe das Leben gerettet, aber das war Jesus Christus, habe ich zu ihm gesagt. Sagt er, das weiß ich auch. Aber wenn ich die nicht gehabt hätte, dass ich durch die nicht Jesus Christus kennengelernt hätte, hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, dass er da mich rausbringt. Also total interessante Geschichte. Also das ist etwas, was man nicht jeden Tag erlebt. Nein, das will ich auch nie wieder erleben. Ja, das war eine Herausforderung für dich auch. Ja, das war eine reife Prüfung. Ja. Aber dein Alltag ist jetzt im Endeffekt, wie du gesagt hast, Bibellesen auch sehr viel und du hast auch viele Möglichkeiten für Menschen zu beten. Was würdest du jetzt den Zusehern zum Schluss noch sagen? Was ist wichtig? Was würdest du ihnen mitgeben? Mitgeben? Ja, unbedingt, wenn einer von Jesus verzählt, nehmt es ernst. Wir haben da, dabei wir auf dieser Welt leben, die Möglichkeit, Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser anzunehmen. Und es gibt keinen anderen Weg, um zu unserem Vater zu kommen. Erstens hat es Jesus gesagt und es steht im ganzen Wort drinnen. Alte Testament bis Neue Testament. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg zu meinem Vater führt nur über mich. Und er hat uns nicht in die Welt da, dass wir da sterben und dann ist es aus, sondern wir haben da oder diese Möglichkeit, wenn man einen freien Willen kriegt, zu entscheiden, an Jesus Christus zu glauben. Und dann geht es erst richtig los. Jede Seele, die errettet wird, ist Party im Himmel. Und dort möchte ich dabei sein. Ich habe Party gehabt auf dieser Welt, wo es nicht schön war. Aber die Party mit unseren Herren, wo ich viele Menschen, so viele wie möglich hinbringen will, wird super werden. Danke Klaus, du hast uns mit deiner Geschichte wirklich sehr ermutigt. Und ich wünsche dir auch für deine Zukunft da wirklich viel Segen und dass du noch viele Dinge erleben wirst und für Jesus machen kannst. Danke dafür. Bitte sehr. Ja, liebe Zuseher, Sie haben also gesehen, solche Geschichten sind nicht etwas, was man sich erfinden muss, sondern sie sind real. Und auch Sie können das erleben. Es ist vielleicht diese Realität nur ein paar Worte entfernt, ein einfaches Gebet und Sie können Jesus kennenlernen und auch die Kraft und den Frieden und die Freude, die damit verbunden sind.
Im Anschluss an diese Sendung werden wir Ihnen dieses Gebet anbieten und ich bitte Sie einfach, bleiben Sie noch dran, auch wenn hier dann die Sendung aus ist, denn wir werden Ihnen die ersten Schritte zeigen und Sie können auch dieses Gebet ganz einfach mitsprechen. Wir möchten Ihnen auch ein paar Informationen mitgeben, wie der erste Schritt oder die ersten Schritte in einem solchen wunderbaren Leben dann begonnen werden können und Sie haben also hier auch die Möglichkeit, weitere Informationen zu erhalten. Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie bei uns dabei waren und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Leben mit Qualität. Auf Wiedersehen. Möchten Sie jetzt die wichtigste Entscheidung für Ihr Leben treffen und Gottes Wunder, seine Führung, Bewahrung und Segen erfahren? Dazu reicht ein kurzes, aber ernst gemeintes Gebet. Wenn Sie bereit und einverstanden sind, so laden wir Sie ein, folgendes Gebet mitzusprechen. Herr Jesus Christus, ich glaube an dich als den Sohn Gottes. Du bist Mensch geworden und hast den Tod am Kreuz erlitten zur Vergebung meiner Sünden. Um mich vor Gott gerecht zu machen, bist du vom Tode auferstanden. Herr Jesus, ich gebe dir jetzt mein Leben. Sei du mein Herr und Erlöser. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Ich empfange jetzt die Errettung vom Gericht Gottes und das ewige Leben. Danke, Vater, dass ich jetzt dein Kind bin und du für mich sorgen wirst. Taufe mich mit deinem Heiligen Geist. Befreie mich von allen meinen Bindungen und Verwünschungen, die jemals über meinem Leben ausgesprochen wurden. Ich empfange jetzt deine Liebe und deinen Frieden in meinem Herzen, sowie Heilung für meine Verletzungen. Ich danke dir dafür. Amen. Sie haben nun Jesus Christus ihr Leben anvertraut. Was das für Sie bedeutet und welche positiven Effekte das für Ihr Leben hat, können Sie einem kleinen Geschenk entnehmen, das wir Ihnen gerne zusenden möchten. Schreiben Sie uns auf unserer Homepage www.fgbmfi.at unter Kontakt oder über unsere E-Mail-Adresse info@fgbmfi.at, wenn Sie sich zum ersten Mal bei uns melden. Als Erstbesucher können Sie auch von uns die faszinierende Lebensgeschichte von Demos Schakarian, den Gründer von FGBMFI, mit dem Titel »Die glücklichsten Menschen auf Erden« als Taschenbuch kostenlos erhalten. Dieser Klassiker wird Sie, wie schon Millionen Leser vor Ihnen, mit seinen spannenden Erlebnissen und Abenteuern begeistern.